Jo, also Bäume pflanzen und Pollution-Module bauen. Das war eigentlich der Plan. Und das sollte ich auch machen. Ich habe in der Zwischenzeit auch überlegt, wie ich die Basis da unten knacke. Und da habe ich an das Sniper-Gewehr gedacht. Das wäre hier. Das braucht schweineviel Zeug. Ja, braucht es. Und bräuchte noch mehr Forschung. Ja, okay, das können wir nicht mal eben schnell machen. Also ich hätte mir überlegt, einfach zu versuchen, die da wegzusnipern, die Basis. So gut es halt geht, so einen Spawner vielleicht, dann abhauen, wieder einen Spawner und so weiter. Aber das wird ein bisschen länger dauern, bis wir das versuchen können. Sollte ich aber versuchen hinzuarbeiten, bevor es zu spät ist. Weil guckt euch das an. Das ist echt nah dran. Aber gut, hier oben werden wohl erstmal keine Fabriken hinkommen. Das heißt, ich kann die alle wieder einmauern. Okay, es klappt nicht so ganz, wie ich dachte. Weil die Bäume dafür sorgen, dass man in ihrer Nähe keine weiteren Bäume bauen kann, was komisch ist. Also wenn sie ausgewachsen sind. Also ich baue jetzt einfach so runter, wieder hoch. Und mache hier so einen richtig schönen Block. Ja, um die geht das. Aber nicht um die Bäume. Ist komisch. Aber sei es drum. Alles dicht, 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 dicht mit unseren Bäumen. Die alten Bäume weg. Und dann müssten meine 100 noch was jetzt auch schon weg sein. Genau, das geht ja relativ flott. Was ist mit euch? Habt ihr schon neue produziert? Also neuen Resin? Jupp, habt ihr. Achso, und ich habe gar nicht die... Ja, die Bäume sollten eigentlich hier reingelegt werden. Die ist nicht so gut. Und ich bräuchte öfters Stellen, wo ich mein Zeug einfach so reinschmeißen kann. So wie die rosa Kisten in der letzten Staffel, die ich überall verteilt hatte. Ich glaube, die Kiste war es einfach dafür gedacht. Da schmeiße ich den Resin jetzt zum Beispiel rein. Und ich hätte gerne dich da. Es füllt sich ja ganz schön schnell, das Schild. Das ist schick. Dann bau doch nochmal zwei Schilde. Oder einen erstmal. Und wie viele Pollution-Module habe ich gebaut? 8. Ist ein Anfang. Die haben schon alle. Okay. Was ist mit den zwei neuen hier? Nee. Da fehlt noch ein Pollution-Module. Die hier hinten haben auch keine. Naja, die unteren schon, die oberen nicht. Okay. Die Jungs hier haben alle, Gott sei Dank, ja. Es geht eigentlich. Also wir haben schon, so gut es geht, dafür gesorgt, dass die Pollution reduziert wird. Aber wir haben halt so viel gebaut, dass selbst wenn sie Pollution-Module drin haben, dass es halt, ne? Das macht, was es macht. Wie viele Bäume haben wir inzwischen wieder? 50, ja damit. Ich brauche viel, viel mehr. Deswegen muss ich immer die Farmen da neu füttern. Wobei, die Farmen kann ich jetzt doch auch automatisieren. Mach mal. Da, 3 Kisten. Und wir brauchen rote Chips. Ja. Hier fehlt Draht. Immer noch. Ernsthaft. Achso, weil die Roboter alle ausgelastet sind. Okay, gib mir mal all euren Draht. Und schmeiß das mal hier rein. Und hier rein. Kupfer schmeiß ich mal auch hier einfach wild irgendwo rein. Damit es mich nicht zumüllt. So, die sind jetzt wieder am Arbeiten. Und ich würde richtig gerne die Beschränkung von den roten Kisten hier aufheben beim Draht, damit einfach alles Kupfer verwurschtelt wird, solange bis wir 4 Kisten voll haben mit Draht als guten Puffer. Aber ich würde die Roboter auch gerne entlasten, ist alles doof. So, was ist jetzt mit den Personal-Dingens da? Genau, Charakter-Logistik-Slots, her damit. Das hilft mir ungemein. So, wir haben anscheinend nicht genug Stein. Ist verständlich, weil wir haben halt nur diese
zwei hier, die das filtern und dabei kommt nicht so viel rum. Wir müssten also echt diese Steinvorräte, die wir haben, wie das da unten zum Beispiel, total ausbeuten. Dafür hätte ich eigentlich ganz gerne noch einen Roboport oder noch mehrere Roboports, damit wir hier auch eine Abdeckung haben. Wobei aus dir kann ich eine Provider-Chest machen. Da wird gleich ganz viel Stein rumgeflogen. Wobei, das mache ich erstmal lieber selber. Wir haben zwar zwischen 128 Roboter, aber das ist immer noch nicht genug. Das heißt, du bekommst davon recht viel. Wer braucht denn noch Stein? Irgendjemand braucht noch Steine. Ja, theoretisch die Schmelzen, die die Steinziegel herstellen sollen. Aber wir versuchen ja gerade, ne, auf Sand umzusteigen. Was fehlt dir? Ach, dir fehlt Stein. Okay, hier, ja, damit. Pollution 3,84. Ach, die erhöhen auch noch Pollution, die Energie. Das ist garstig. Was steht da gar nicht bei? Da steht Energy Consumption mehr und Speed mehr. Aber wenn ihr da hinguckt, Pollution 2,4, Pollution 3,84, dann, ne, ist das schon happig. Fast verdoppelt. Tritec ist echt garstig. Aber wir werden irgendwann stark genug sein, dass wir sowas auch machen können. Aber jetzt momentan nicht. Jetzt fahren wir halt den Ökokurs. Den ich übrigens weiter ausbauen sollte. Da. Bau, 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 bau. Gib mir. So, was hatten wir noch alles? Rüstung, ja. Wir wollten dann noch hier eine Stahlschmelze machen. Auf der anderen Seite brauche ich... Oh, das wird jetzt ein bisschen komplizierter als die anderen Sachen. Bau bitte da eine Requester Chest. Und das ist gar nicht mehr im Einflussbereich. Das ist nicht gut. Vor allem, weil hier Wasser ist. Okay, das Wasser da muss weg. Tut mir leid, Wasser, aber du musst weg. Haben wir noch irgendwo Water Begone Zeug? Und dann brauche ich auch noch Roboports. Dafür brauche ich Plastik. Ja, das hole ich mir auch gleich. Das ist kein Plastik. Wir haben Water Begone, ja. Haben wir aber auch Landfill. Irgendwo mal eingelagert oder so. 16 Stück. Außerdem wollen wir ja nicht Water Begone, fällt mir gerade ein, sondern wir wollen nur das da wegmachen, dass ich mir einen Roboport hinsetzen kann. Das Roboport-Muster ist auch für die Katze, was kein richtiges Muster ist. Ja, richtig. Das ist alles sehr unschön. Aber das versuche ich mit der Zeit hinzukriegen. So, das heißt, wir könnten hier jetzt schon mal davon einen hinstellen. Und zwar nicht da. Mist. Gib mir Stein. Danke. Das muss hier irgendwo hin. So, richtig, weil die hier stehen falsch. So, dann dahin. Gut. Und dann weiter runter. Haben wir noch welche? Nee. Doch da. Da. Ja, wenn die Charakterlogistik los sind, kommt auch Plastik mit auf die Liste an Dingen, die ich gerne angeliefert bekomme. Gib mir Plastik. Dir fehlen grüne Chips. Das ist komisch. So, ihr kriegt wieder keinen Draht angeliefert, weil es nicht genug Roboter sind, obwohl es inzwischen 137 sind. Gib mir Kupfer, Kupfer, Kupferdraht. So,
Wenigstens der untere durfte jetzt eine ganze Weile laufen. Was wollte ich? Ich wollte die da bauen. Ich hätte gerne Chips. Die da auch. Auch wenn es ganz wenige sind. Ich muss irgendwas einschränken. Und ich habe noch nicht mal angefangen, Erze von den Robotern fliegen zu lassen. Und trotzdem sind jetzt 137 durchgehend ausgelastet. Das ist krass. Muss die unbedingt pimpen. Also mit Geschwindigkeit oder Transportdingens. Was kostet wieder lila Tränke? Na gut, machen wir erstmal was anderes Produktives. Ich hätte gerne eine Fabrik, die für mich die Türme baut. Oh, ja, Shotgun-Munition. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch nutzen werde. Nee, mach bitte lieber erstmal die Türme da. Dafür brauchst du Eisenzahnräder, Eisen und Kupfer. Und schon baue ich wieder was, was Roboter beschäftigt. Und dann wundere ich mich, dass sie ausgelastet sind. Ja, ich weiß, das ist nicht so wirklich praktisch. So. Also beschränken auf ein Stack erstmal. Das müssten 50 Türme sein, das sollte reichen. So, 5000 Eisen mal eben mitgenommen. Das hört sich doch gut an. Nicht wirklich viel Kupfer. Bau bitte Electric Steel Dingens. Wir brauchen Tin. Wir brauchen viel Zeug. Genau da kann ich es nicht bauen. Das ist ärgerlich. Gib mir nochmal Stein. Brich den kurz ab. Bau davon 10. Bau hinten dran wieder den. Charakterlos ist los, fertig. Sehr gut. Dann hätte ich gerne als nächstes Logistic Robot Speed. Ja. Wo sollte der hin? Da. Wo kommt der Roboport theoretisch hin? Also der da steht falsch und der da steht falsch. Theoretisch kam die hier ins Wasser, ne? Den kann ich jetzt nicht einfach so abreißen. Habe ich genug Ressourcen, um noch einen zu bauen? Das dauert eine Weile. Ja, aber den Draht könnten wir uns abholen. Da wird das schon mal einen Ticken schneller. Aber nicht wirklich. Ja, komm absolut nicht hinterher. Krass. Echt krass. Aber gut. Genau, das Ding wird gebaut. Dann gucke ich mal, dass ich das Muster hier ordentlich hinbauen kann. Damit denn hier unten das Ding auch im Einflussbereich ist. Wobei ich hier unten eigentlich echt nur... Ja, nee, kommt nicht ran. Wobei hier echt nur die Steinziegel hergestellt werden sollten. Nicht mal für die Mauern. Die Mauern versuche ich jetzt ja zu ersetzen durch Sanddinger. Sondern eher für andere Rezepte, die auch Steinziegel brauchen. Das kommt ja ab und an mal vor. Ja, gut. Wie schaut's aus mit Robotern? 145, alle beschäftigt. Wie schaut's aus mit Ressourcen? Eisen ist mau. Aber das kommt daher, dass ich 5000 oder so genommen habe und in mein Inventar gestopft.